Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute ist es mal wieder Zeit für 5 Spiele und meine Meinung. In diesem Video stelle ich euch immer 5 Spiele vor zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Mechanik. Das ist jetzt nicht eine Top 5, aber ich versuche immer 5 unterschiedliche Spiele, vielleicht nicht so bekannte Spiele, eher was für Einsteiger, was für Kenner, kurze Spieldauer, längere Spieldauer, also ein bunter Mix an Spielempfehlungen. Und heute geht es um das Thema Wald und Wiese. Es wird Frühling, es geht gut in die helle, freundliche, hoffentlich Jahreszeit hinein. Und da ist man auch neben dem Brettspielen ja öfter mal draußen unterwegs. Und manchmal will man sich vielleicht aber die Natur auch gerne auf den Brettspieltisch holen. Und deswegen habe ich euch heute 5 Spiele mitgebracht, bei denen ihr das machen könnt. Den Anfang macht ein reines Zwei-Personen-Spiel, nämlich Great Plains aus dem Lookout Verlag. Ein Spiel, das ungefähr so 20 Minuten dauert. Es ist empfohlen für Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren und wie gesagt für 2 Personen. Ihr seid in diesem Spiel Fuchs oder Schlange und ihr versucht auf diesen ausliegenden Plättchen, die zufällig angeordnet werden am Anfang des Spieles, Mehrheiten zu bekommen. Das heißt, ihr setzt einfach, wenn ihr an der Reihe seid, immer eure Figur auf eine dieser Felder und wollt so am Ende des Spiels Mehrheiten bekommen. Natürlich, es gibt auch immer noch so ein paar Zusatzplättchen. Da gibt es noch so eine Höhlenmalerei mit unterschiedlichen Motiven und das bringt euch natürlich gegen Ende nochmal mehr Punkte, Sonderaktionen oder andere Reichweiten oder Dinge, die ihr tun könnt. Es ist sehr kurzweilig. Es hat, wie gesagt, eine super kurze Spieldauer von 20 Minuten. Es hat aber trotzdem, dadurch, dass der Spielplan variabel ist und man doch auch durch das Einsetzen auch mal einen Ticken länger nachdenken kann, je nachdem, man sich natürlich auch ein bisschen ärgern kann und sich in die Quere kommen kann. Also wer was Kleines, Schnelles für zwischendurch sucht, was eben auch zu zweit oder in diesem Fall ausschließlich zu zweit gut funktioniert, der sollte sich Great Plains auf jeden Fall mal anschauen. Mein erstes Spiel in der heutigen Ausgabe von 5 Spiele, meine Meinung. Dann möchte ich euch ein Spiel vorstellen, was, denke ich, recht unbekannt ist, weil ich glaube, es gibt es gar nicht in Deutschland. Ich habe es jetzt auf einem Urlaub mitgenommen und zwar Lotus. Wie ihr seht, allein schon das Artwork ist sehr hübsch, was so bei Naturspielen eigentlich sehr häufig ist, dass das Artwork sehr, sehr hübsch ist. Und in Lotus müssen wir Blumen fertigstellen. Wir haben also solche Blumenkarten zu unterschiedlichen Blumensorten. Und ihr seht hier schon, die sind hier gekennzeichnet mit einer Spielerfarbe. Ihr könnt das Ganze mit bis zu 4 Spielern und Spielerinnen spielen. Und immer wenn ihr an der Reihe seid, dürft ihr auf den Tisch zu der hoffentlich schon entstandenen Auslage etwas dazulegen. Und wenn ihr die Blume vervollständigt, dann bekommt ihr zum einen die Karten und jede Blumenart, das seht ihr hier in der Ecke, besteht aus unterschiedlich vielen Blumen. Also bei dieser wären es zum Beispiel 3, bei dieser hier braucht man aber beispielsweise 7 Blumenblätter, bis die Blume vollständig ist. Und wer dann eben die Mehrheit hat, der bekommt einen Bonus oder kann sich etwas freischalten und wer die letzte Karte gelegt hat, bekommt die Karten. Am Ende des Spiels sind die Karten Siegpunkte, aber auch kleine Tokens, die man sich nehmen darf, wenn man die Mehrheit hat, geben auch nochmal 5 Siegpunkte. Das Ganze ist ein sehr, auch, würde ich sagen, einsteigerfreundliches Spiel. Es ist ab 8. Es kann mit von 2 bis 4 Spielenden gespielt werden. Und ich würde mal sagen, auch ungefähr 25 bis maximal 30 Minuten sollte das Ganze dauern. Es ist, wie schon gesagt, relativ simpel von den Regeln her. Ihr habt Anlegeregeln oder eben noch eine Alternativaktion. Aber ihr müsst jetzt nicht groß lange taktisch denken. Es ist natürlich auch einfach Glückssache, welche Blumenblätter habe ich auf der Hand, beziehungsweise welche liegen noch in der offenen Auslage. Aber das Artwork hat mich hier wirklich überzeugt und auch die Spielweise, dieses ruhige, entspannte, fand ich wirklich sehr schön. Und es kommt mit Sicherheit, denke ich mir so, auf unserem Balkon im Sommer häufiger mal zum Einsatz. Da spielen wir nämlich gerne so kleine, entspannte, wunderhübsche Spiele. Meine zweite Empfehlung, Lotus. Ein weiteres Spiel, das auch ab 8 Jahren empfohlen ist, aber doch einen deutlich höheren Anspruch hat als das eben gezeigte Lotus, nämlich Evergreen. Erschienen bei Horrible Games
Und dieses Spiel, ja, da muss man schon ein bisschen mehr denken, denn man hat einfach mehr Möglichkeiten. Auch hier hat man wieder ein super tolles Material, so ein Double-Layer-Board. Jeder hat ein eigenes Board mit eigener Punkteleiste, Aktionsleisten und hier in der Mitte eben dem großen Erdball, auf dem wir unsere Bäume pflanzen. Natürlich fangen wir an mit Setzlingen, kleine Bäume, große Bäume. Und ihr seht hier so Aussparungen im Spielplan. Dort wandert die Sonne einmal rund um die Erde und immer wenn die Sonne, also wenn eine Runde zu Ende ist, dann wird die Sonnenwertung gemacht und dann wird einfach geguckt, worauf scheint die Sonne und welche Bäume stehen also gut in der Sonne und bringen daher Punkte. Wir spielen hier insgesamt 4 Runden, allerdings werden die Aktionsmöglichkeiten immer weniger, denn wir starten mit 5 Karten, die wir aus einer Auslage nehmen und daraufhin Aktionen machen dürfen. In der letzten Runde sind es nur noch 2 und da gilt es natürlich sehr gut, schon hier anzufangen zu planen, was ist, wenn die Sonne dann hier ganz in der Seite steht, welche Bäume sind dann wie. Außerdem gibt es dann am Ende auch noch eine Gebietswertung, die abhängig davon ist, welche Karten sozusagen aus der Auslage nicht genommen wurden. Das sind echt so ein paar pfiffige Dinge, die zusammenlaufen, wo man sehr gut überlegen sollte, wo es sich vielleicht auch lohnt oder auch nicht lohnt, Dinge zu machen, Wälder, Büsche und auch Teiche noch anzulegen, um das Wachstum noch ein bisschen zu beschleunigen. Wer das Spiel Photosynthesis kennt und so wie ich vielleicht mit diesem Spiel so kleine Probleme haben, weil man nicht so ganz damit zufrieden ist, der sollte sich Evergreen unbedingt anschauen, weil das ist vom gleichen Autor und meiner Ansicht nach wirklich eine super gute Weiterentwicklung, aber auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Weiterentwicklung von Photosynthesis und ein Spiel, was mir deutlich, deutlich besser gefällt. Ich habe es eben schon gesagt, Spiele, die mit Natur, mit Tieren und so weiter zu tun haben, sind oft von der Illustration her schon sehr hübsch gestaltet, aber meist nicht nur das, sondern auch das Material ist hier immer wieder einfach schön und wertig und überdacht irgendwie auch gestaltet. Und so ist es auch hier im Wald der Wunder. Ein Familienspiel aus dem Schmidt-Spiegel Verlag, bei dem wir uns unseren Wald zusammenpuzzeln. Aber die Puzzlesteine liegen nicht einfach irgendwie auf dem Tisch, sondern sie sind in diesen wunderhübschen Samttäschchen versteckt, aus denen wir uns dann immer diese doppelseitig bedruckten Plättchen ziehen können. Wir sehen immer vorne, welche Form ist denn in diesem Säckchen drin, aber natürlich wissen wir nicht, wie die Abbildungen darauf verteilt sind. Auch hier hat jeder einen eigenen Plan, den man bepuzzeln kann. Und hier unten kommt immer so eine Wertung dran. Es gibt 2 unterschiedliche Wertungsmöglichkeiten und es gibt 2 unterschiedliche Spielpläne. Das heißt, hier hat man auch schon mal so ein bisschen Spielvarianz, wie man was zusammensetzt und dann spielt. Auch hier nehmen wir immer ein Plättchen, einer bestimmt die Form, legt dann entsprechend Plättchen aus. Dann kann sich jeder was aussuchen und bei sich einpuzzeln. Auch hier gibt es natürlich Kniffs und Tricks, wie man am besten punktet. Dass man nicht immer alle Punktestrategien verfolgen kann, das versteht sich wahrscheinlich von selbst, ist aber hier wirklich noch auf einem super familien- und einsteigerfreundlichen Niveau. Wer also Alice im Wunderland mag oder generell diese Illustration einfach hübsch findet, der sollte sich dieses Spiel unbedingt mal näher anschauen, denn es macht einfach Spaß, es auch zu spielen. Es hat auch eine 20-minütige Spieldauer, es hat auch einen Solo-Modus und ist ebenfalls ab 8 Jahren empfohlen. Meine 4. Empfehlung für Wald der Wunder. Bevor ich jetzt zum letzten Spiel komme, was ich euch in dieser heutigen Ausgabe vorstellen möchte, will ich noch 2-3 Worte zu diesem Format verlieren. Das gab es jetzt ein bisschen länger schon nicht mehr. Es gibt noch alte Folgen davon. Schaut mal in der Videobeschreibung, da ist die Playliste verlinkt. Und wie schon anfangs gesagt, es ist keine Top-Liste. Also die sind nicht gerankt und ich würde jetzt auch nicht sagen, das sind jetzt irgendwie die besten. Aber es sind auf jeden Fall alles 5 Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, die ich gerne spiele. Habe ich teilweise erst neu, teilweise habe ich sie auch schon länger in meinem Schrank und ich würde sie aber immer, Menschen, die zum Beispiel sagen, hey, ich würde gerne ein Spiel mit Natur spielen oder ich bin irgendwie Fan von Wald und Wiesen, dann würde ich sagen, alles klar, eins von diesen 5 kann man immer mal auspacken. Wenn ihr mal Vorschläge habt, was ihr mal an einer 5 Spiele meine Meinung sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Falls ihr natürlich auch noch weitere Vorschläge habt für Spiele für Naturfans oder für Wald- und Wiesenfans, dann lasst uns und mich das auch sehr gerne wissen. Ich freue mich über eure Kommentare. Jetzt aber mal schauen, was ich noch als letztes aus meinem Spielregal gezogen habe.
Und zu guter Letzt möchte ich euch noch Spirits of the Forest vorstellen. Spirits of the Forest ist von Michael Schacht. Es ist auch ungefähr 20 Minuten Spieldauer, 1 bis 4 Spieler. Und hier steht zwar 14 Jahre drauf, es ist aber von Sundergriff. Und ich nehme an, es ist einfach ein steuerlich oder wie auch immer rechtliche Frage, warum hier 14 draufsteht, ist es nicht. Das könnt ihr auch gut schon mit 8- oder 9-Jährigen spielen. Es ist auf jeden Fall sprachneutral, man muss also nichts lesen können. Und alleine schon der Startspielermarker ist in diesem Spiel wirklich eine absolute Augenweide. Und wie eben schon gesagt, das Material ist auch hier immer wieder schön und toll. Es gibt noch kleine funkelnde Edelsteine in diesem Spiel. Und es ist aber im Grunde ein Set Collection. Wir haben nämlich hier solche Plättchen, also es sind keine Karten, sondern sind richtig dicke Pappplättchen, die auch wirklich super hochwertig sind und auch auf der Rückseite noch schön gestaltet. Also hier hat man sich wirklich wieder Mühe gegeben. Und das Ganze wird ausgelegt in einer riesigen Auslage. Wir können aber immer nur vom Ende des Waldes sozusagen was wegnehmen. Und da gibt es natürlich bestimmte Regeln, was wir uns da nehmen dürfen. Und dann sammeln wir praktisch Set Collection mäßig die unterschiedlichen Symbole, die unterschiedlichen Naturgeister, die es in diesem Wald gibt. Hat einen hohen Interaktionsgrad, weil ich natürlich dadurch, was ich nehme, bestimme, wie oder was für den anderen jetzt zur Verfügung steht. Und ich dann vielleicht manchmal sagen muss, das wäre jetzt für mich gut, aber da schalte ich der anderen Person echt was mega Geiles frei, dann lasse ich das vielleicht lieber. Und von daher ist das dann, ja, wie gesagt, immer so eine Abwägung. Die kleine Schachtel hier ist wirklich pickepacke voll mit ganz tollem Material. Ich habe das damals bei Thundercliff direkt bestellt in deren Online-Shop. Ich weiß auch gar nicht, ob es das so irgendwie noch gibt, also so jetzt in einem deutschen Laden oder so. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein wunderschönes, rein optisch betrachtet, Spiel. Aber es ist auch wirklich ein schönes, entspanntes auch wieder Spiel auf Familienspiel- und Einsteigerniveau. Und wenn ihr also schöne Spiele mögt, auch optisch betrachtet, dann kann dieses Set Collection Spiel vielleicht was für euch sein. Und das waren meine 5 Spiele, meine Meinung. Und ich hoffe, dass ihr eine kleine Empfehlung vielleicht für euch mitnehmen konntet, dass ihr jetzt sagt, oh, dieses oder jenes Wald- und Wiesenspiel muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Würde mich sehr freuen. Und klickt euch einfach gerne durch meine anderen Videos. Hier werden euch noch 2 angezeigt, die vielleicht für euch interessant sein könnten. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder.